for you. So let's get it, Rochambeau. All right, Kenny starts, 2,000 euros. Let's fucking get it. Pay attention, pay attention. I want... Ooh. Ja, ja, ich ja. Ja, ganz viel, aber sonst habe ich auch irgendwas im Kopf. Gib mal. Von Candy. Hast du schon mal ihren eigenen Skatepark gesehen? Heelflip. War das ein Heelflip? Jetzt ist leider hier. Ja, danke. Konzentriere dich mal aufs Skaten, ich gehe hier. Oh, erster Buchstabe für Julia. Durch den Heelflip. Nolli Hila. Yep. Ja, hat's auch. Nolli Heelflip. Alright, 360 Flip. Ja, also Candy fängt stark an. Kickflip, Nolli Heel, 360 Flip. Und Julia hält mit ihren 16 Jahren einfach dagegen. Also da kommen wir nochmal zur Taktik, was wir vorher hatten. Also die macht es einfach von Anfang an. Fängt Candy stark an. Schauen wir, was Julia jetzt macht, was sie vorher gesagt hatte. Fake Kickflip. Sollte Candy auch kein Problem sein. Oh, aber war es. Ich hab's gesprochen. Das war der Luther-Effekt. Backside 180. Chilled. Ja. Wow. Kurz mal getanzt. Switch Backside 180. Der ist echt eklig. Also Switch Backside 180, den schön machen, das ist echt. Muss man schon ein bisschen üben. Also auf der Achse so rumdrehen, ja. Oder so. Rumgeschoben mit der Hüfte. Halfcamp Flip leider gebailed. So, Candy, it's on. Oh, schade Ball. Schöner Big Spin. Den hat die Candy K für einen Nolli Big Spin. Nochmal das ganze Fakey. Ja, da ist das A. Fakey und Nolli Big Spin gebailed für Candy. Julia mal einfach Safety First, wie sie es angekündigt hat. Backstand Flip, schade. So. Fakey Heel Flip. Hat sie! Stabil, die Kleine. Ja. Also wirklich. So. Aber wo ist sie? Was? Julia? Ja. Du hast den Zettel. Du auch. Ach, hier ist sie. Alles klar. Switch, Hila. Auch mal schön gegengehalten. Up. Yeah. Backside flip. Das, was Lea vorher sagte, das könnte schwierig werden für Candy, der Backside Flip. Und das ist das T für Candy. Das ist ein hochdotiertes Duell, was wir hier haben. Julia Platzek haben ja den zweiten Platz vom ESC in Baden. Das ist tatsächlich da auf der Fläche. Und Candy Jacobs fährt Street League, hat 8 X Games Appearances und hat eine Qualifikation für die Olympiade in Tokio letztes Jahr. Und hat da Corona bekommen. Und konnte deswegen im Hotel. Sie war der erste Athlet überhaupt. Also aus allen Sportlern in Tokio war sie die erste, die in Tokio positiv getestet wurde. Ja.
Und ich durfte sie in einem Schuhkarton von meinem Zimmer irgendwie 2 Wochen vor sich hin vegetieren. Und man muss dazu sagen, Kenny hat auch echt hart gearbeitet und hat sich so gefreut, bei Olympia dabei zu sein. Sie war wirklich jemand, der sich darauf gefreut hat und darauf gearbeitet hat. Und dann wurde sie positiv getestet und durfte dann echt lange, über eine Woche, ihr wurde das Essen vor die Tür gestellt, sie hatte keinen Kontakt, sie durfte das Fenster nicht aufmachen. Sie durfte das Fenster nicht aufmachen. Also das macht schon, glaube ich, auch ordentlich was mit deiner Psyche. Also Traum geplatzt, plus einsperren. Sperr mal ins Gelder ein. Also auch krank oder nicht? Ja. Oh. Sperr mal ins Gelder ein, ja. Ja. Oh. So, Candy muss jetzt auch ein bisschen anziehen. So, Nolly. Schade. Okay. Nolly Flip, schade Ball. Macht sie denn jetzt? Wow. Da weiß ich nicht, ob ich reden kann. Wow. Was war das? Das hat sich aber selber ordentlich überrascht. Das stellt beide vor ein Problem. Ja. Was tut man da? Ja, also sie versucht jetzt, glaube ich, macht sie nochmal den Fake Barrel Kickflip? I don't know. Nee? Backside Flip? Frontside Flip? Ach. So, Kenny, kämpfen. So. Ach, schade. Den würde ich schon gerne noch sehen. Ja. Frontside Flip. Mhm. Jetzt merkt man, jetzt kommt man doch schon an die Tricks, die sie nicht so häufig machen. Sehr schön. So, was tut sie? Double Kick Flip, try. Ja, ist er, der Frontside Flip. Das könnte schwierig werden. Ich vermisse emotionale Aufschreie im Chat. Ah, also, ja klar, jetzt laggt mein Stream. Okay, gut, das ist nicht der emotionale Aufschrei, den ich lesen wollte. Verdammt. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Frontside Flip was von ihr ist. Nee. Sieht nicht so aus. Da muss man sich aber auch ein bisschen da wundern. Ich mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber es gibt Tricks, ganz ehrlich, die machst du nicht, die liegen dir nicht, dann lässt du es auch sein. Das gibt es halt auch manchmal. Ne? Also für mich genauso. Der Frontside Flip, fakey, okay, normal, nö. Oh! Ja! Nee! Hast du damit gerechnet? Ich bin jetzt taub auf dem linken Ohr. Es tut mir so leid, es tut mir so leid, aber ich muss halt so feiern. Das ist gerade so großartig. Die beiden betteln sich da einfach. Das, den du vorher gesagt hast, sondern das Ausrasten gegenüber. Oh! Ich liebe es, positiv überrascht zu werden. Oh! I'm loving it. Oh! Komm schon, komm schon! Ich möchte es nicht zu Ende haben. Ich möchte noch mehr sehen von den beiden. Der emotionale Aufschrei war zwar vom Grund her anderer, aber ist okay, ich nehme den auch. Mei, schade. Aber echt verdient, Julia. Also, was für ein Match. 16 Jahre jung. What a game. Ich bin geflasht. Aber das ist Candy, sie feiert halt hart. Ja, ja. Oder auch einfach stolz. Oder einfach stolz. Na, haben oder nicht haben. Ja, einfach stolz. Aber das sind sie, die Top. Dankbar sein. Ja, Andrea Benetis aus Madrid, 3. Platz.
500 Euro. Candy Jacobs. Also bisher für mich eines der besten Games. Sorry. Das war super. Also es war mega, das Game. Sag es mir. Man weiß es nicht. Ja, das geht erstmal aufs Sparkonto. Das geht erstmal aufs Sparkonto und eingezahlt wird es vom Papa. Ja.